Moin! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 hier auf der nordfriesischen Marsch Vierfach-Map ohne Gräben in der Version 1.5. Wir kaufen. Kaufen. Und zwar kaufen wir einen Fliegel DPW 180. Aufbau, Abschleifkante, Kotflügel, ja. Kaufen. Okay. Und wir kaufen noch mehr. Kaufen nämlich auch hier den passenden MAN. Haben wir schon zwei Stück, dann haben wir drei. Lenkachse und Agrarreifen. Und hier ist ein Autoload. Gerade Aufbau. Holz ist okay. Ja, das passt. Lass mal die Kabinenfarbe so. Oder kaufen wir uns den in einer anderen Farbe? Kaufen wir uns den hier in einem schönen Grau. Was ist denn dann die Hauptfarbe? Ja, die lassen wir mal so. Oh. Geld ausgeben. Wo stehen sie? Da. Jo. Sieht ja mal schick aus. Damit können wir nämlich jetzt schön ein paar Erledigungen machen, ein paar Produktionen bedienen, sozusagen. Wieso kann ich jetzt mit dem hier nicht... Aha. Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt hier los? So. Damit fahre ich jetzt erstmal irgendwo hin. Keine Ahnung, wohin. Mal schauen, was ich jetzt mache. Ja. Wir haben ja in der Folge hier vor ein paar Fahrzeuge verkauft. Und, also ein paar Fahrzeuge nicht. Wir haben ein paar Anhänger. Wir haben diese M82 Autoload, wovon ich ja irgendwie, ich glaube, 6 Stück hatte oder so. Dann haben wir mal 2 Stück schon mal von verkauft. Und wir werden jetzt Stück für Stück, werden wir die alle verkaufen. Und ich werde dann nur noch mit diesen Gespannen hier meine Paletten und Rundballen und alles andere transportieren. Auch wenn ich da vielleicht ein bisschen weniger drauf kriege. Aber sind schöner zu fahren. Finde ich. Sind einfach schöner zu fahren. Ich fahre jetzt erstmal Richtung Zeltstofffabrik, um mal zu schauen, ob ich denn da noch irgendwie was bekommen kann, also Karton bekommen kann. Weil, wo brauchte ich Karton? Wo war das noch? Ich weiß es nicht mehr, ich hab's vergessen. Ach so, ich könnte Kartonpaletten, könnte ich bei den Kartoffeln gebrauchen. Meine ich. Aber, na, hier ist gerade nicht viel mit Produktion. Aber wir können mal hier einfach mal die Produktion leer räumen. Ich verstehe nicht, wieso er jetzt nicht auflädt. Normalerweise müsste er die noch, müsste das noch ein Trigger sein oder müsste ich weiter vorfahren?
egal. Papier war... Wo war denn noch Papier? Papier war bei Zement, ne? So. Sehr schön. Und Autoload aus. Und dann fahren wir mit dem Anhänger auch direkt jetzt mal zur Zuckerfabrik. Gucken mal, wie es da mit dem Zucker aussieht. Ich muss mir unbedingt mal irgendwie entweder Farming-Tablet oder das Multi-Overlay hat oder sowas installieren, damit ich weiß, welche Produktionen was brauchen. So geht das ja nicht weiter. Ja, ich war jetzt gerade nicht so ganz sicher, wo ich denn rumfahren will. So, jetzt bin ich mir gerade ziemlich sicher, dass ich hier rumfahren will. Und dann aber hier rum. Und dann hier rum, in der Hoffnung, dass der Trailer mir vernünftig folgt. Und da muss ich es nicht gegen. Und dann hier rum. Nicht mit dem Außenspiegel hängen bleiben. Ah, toll. Arbeitet die Produktion dann noch, wenn ich da so dicht dran stehe? Wahrscheinlich nicht, ne? Die jetzt erstmal gucken gehen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich der Spawnplatz belegt oder was weiß ich. Da muss ich tatsächlich erstmal gucken. Ah, klug hingestellt. Nein, ich will mich ja nicht aufregen. Wo soll er sonst hinstellen? Okay. Ich habe kein Wasser mehr hier. Ich werde bekloppt. Da müssen wir gleich erstmal unseren Wassertransporter hier hinbringen. Wo auch immer der gerade ist. Ja, das reicht wahrscheinlich nicht. Da muss ich weiter von weg. Schade.
Ne, los. Jetzt aber nicht so dicht da dran. Los, runter da. Ja, so. Schön. Autoload an. Und abhängen. So. Geht doch. So, Papier brauchen wir bei der Molkerei. Hier hinten. Hier wird nicht mehr produziert, warum nicht? Ja, Papier können wir herbringen. Produkte können wir abholen. Ja, ist voll. Aber wir kaufen direkt noch einen DPW 180. Alle Aufbau. Dann holen wir uns nämlich auch gleich dazu die Molkereiprodukte daraus, dass die Molkerei wieder arbeiten kann. Die Käserei arbeitet ja auch. Unsere Mühle müsste eigentlich auch arbeiten, unsere Mehlfabrik. Molkereiprodukte, die will ich auch gar nicht erst großartig viel lagern, glaube ich. Die will ich eigentlich gleich verkaufen. Schusch. Da steht er schon, der nächste. Legal DPW 180. Einstellen. Tolle. Und dann geht's ab zur Molkerei. Jawoll. Sieht doch schon ein bisschen besser aus. Machen wir direkt hier vorne Autoload an. Schalten das hinten auch direkt ein. Ich komme hier nicht rein. Ich verfahre.
stimmt schon. Okay. Was muss ich jetzt machen, damit die... damit die jetzt nach vorne fahren? Die Palettensammler? Müssen die nur eigentlich alleine machen, oder? Also nicht nur eigentlich, das machen die alleine. Frage ist nur, wann? Sehr schön. So, wo verkaufen wir das? Gar nicht. Freu mich, bei Aldi. Wollen noch irgendwelche anderen Produkte, die irgendwo besser sind? Okay, fahren wir jetzt zu Aldi. Nützt ja nichts. Wenn uns das Programm das sagt, ne? Dann fahren wir zu Aldi und verkaufen da mal so ein bisschen Molkereiprodukte, dass die Molkerei weiterarbeiten kann. Wie wir die verkaufen, das seht ihr in der nächsten Folge. Ja? Das gibt's dann nicht mehr heute zu sehen, sondern dementsprechend ich weiß gar nicht, wo sind wir denn überhaupt? Ja, in der nächsten Folge. Ich weiß gar nicht, ob heute Samstag, Sonntag, was ist heute? Ich weiß es nicht. Ich habe es vergessen. Egal. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like. Wenn ihr Anregungen, Wünsche, Kommentare habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und wenn ihr mir hier bei Facebook folgt, Friesenjung13, dann bin ich auch happy. Dann könnt ihr mir da auch Kommentare und Nachrichten schicken. Ihr könnt auch Informationen bekommen immer, wenn neue Videos veröffentlicht werden. Teilweise schreibe ich eben auch, wenn ich was plane zu veröffentlichen. Manchmal so bei den Livestreams ist es so und so. Ja, ihr wisst Bescheid. Ihr wisst, was ich meine. Ich rede mich im Kopf und Kragen. Und ich sage jetzt mal in diesem Sinn, ciao, bis demnächst.